jetzt sind wir hier auf Mallorca angekommen. Eigentlich war es ja geplant, mit dem Defender hier hinzufahren. Aber unser neues Familienmitglied hat es nicht rechtzeitig geschafft und muss noch ein bisschen präpariert werden, vorbereitet werden. Wir konnten Jürgens VW-Bus nehmen, unser neues Kajak aufladen und haben es dann hierhin geschafft. Super klasse, dass hier die gesamte Family, Ocean Defender Family da ist mit Frankie. Und ja, das ist natürlich kein Spaßurlaub hier. Wir sind hier in der Vorbereitung und nicht nur ich für Helgoland, sondern auch Frankie, Jürgen, Ecki. Wir alle machen hier hartes Training, Krafttraining, wir schwimmen, wir fahren Fahrrad und wir haben die Ernährung angepasst. Also wir wollen alle in Top Shape wieder nach Hause kommen. San Salvador hier in der Nähe von Felanitsch. So ein Anstieg mit knapp 5 Kilometern und ungefähr 400 Höhenmetern. Hier bin ich früher etliche Male hochgefahren im Triathlon-Training und im Rennradtraining. Und ja, das war heute so ein bisschen Warm-up für Herz-Kreislauf-Belastung und gleich geht es noch für 2,5 Stunden ins Meer. Wind ist immer noch da, also es wird nachher auch noch ziemlich wild. Aber schöner Auftakt hier für den Training.